Samstag, 24. Oktober 2020, Sankt Antonius Klerat. Sagte Jesus, mein Volk, diese Vision des heiligen Johannes Paul II erinnert euch daran, wie meine Kirche vor einigen Jahren war. Jetzt müsst ihr an den Glaubenswahrheiten des Katechismus der katholischen Kirche festhalten, die der heilige Johannes Paul II. Im Evangelium lehre ich meine Gläubigen, ihre Sünden zu bereuen, besonders in der mindestens monatlichen Beichte. Sie müssen sowohl ihre lässlichen Sünden als auch ihre Todsünden bekennen. Meine Gläubigen müssen auch Frucht bringen durch ihre Wohltätigkeitsspende, durch ihre guten Taten für Familie und Nachbarn und durch die Evangelisierung der Sünder. Sie müssen mehr tun, als den Herrn zu rufen, um in den Himmel zu kommen. Tägliche Gebete als ihr Rosenkranz, gute Taten und rettende Seelen müssen die Frucht sein, die ihre Hände bei ihrem Gericht füllen. Befolge meine Gebote und bekenne deine Sünden für deine himmlischen Bedürfnisse. Sagte Jesus, mein Volk, ihr seht euren Präsidenten, der euch von all seinen Errungenschaften erzählt. Aber das Wichtigste für mich ist, wie er gegen die Abtreibung kämpft. Und er lobt mich, während er, unter Gott, in eurem Treuegelöbnis gegenüber eurer Flagge und eurem Land verteidigt. Die Demokraten unterstützen die Abtreibung, schalten, unter Gott, aus, und sie unterstützen die kommunistischen Antifa und Black Lives Matter Mobs, die ihre Städte zerstören. Die Demokraten wollen ihre Regierung übernehmen und sie sozialistisch machen, die dem Kommunismus nahesteht, der den Atheismus unterstützt. Es gibt so viel Böses auf der linken Seite, und Biden ist jetzt in vielen Lügen gefangen, indem er Geld aus China und der Ukraine nimmt. Es ist an der Zeit, dass ihr Volk mit einer Novene der Gebete für ihren Präsidenten beginnt, um seine Wiederwahl zu gewinnen, und dass es für seine körperliche Gesundheit betet, dass er nicht getötet wird. Wenn es genug Gebete gibt und sie für ihn stimmen, wird er gewinnen und am Leben bleiben. Beten Sie eine Novene Ihrer 24 Herrlichkeit, seien Sie Gebete der heiligen Therese für einen Sieg für Trump und für Amerika. Dies steht im Gebetsbuch der Pita, betet 24 Mal Ehre sei dem Vater gefolgt von die heilige Therese betet für uns. Planen Sie unbedingt ein weiteres Gebetsgruppentreffen am Abend vor der Wahl, damit Sie allen Hexen und Flüchen der Hexen an Halloween entgegentreten können. Wenn Sie daran glauben, dass ich Ihre Gebete beantworte, können Sie einen Trumpfsieg sehen. Später werden Sie meinen endgültigen Sieg über all die bösen Menschen sehen, die in die Hölle geworfen werden. Übersetzt mit www.dpl.com/translator, kostenlose Version.